Die nächste Prominente ist eine der meistbeschäftigten Schauspielerinnen des Landes als Sextouristin in Ulrich Seidels Film Paradies Liebe. Ist sie nicht nur international bekannt geworden, sie hat auch dafür den österreichischen Filmpreis bekommen. Allerweil, ne? Paar 04 sind Margarete Thiesel und Michael Kaufmann. Ich bin die Margarete Thiesel. Ich bin Schauspielerin. Ich spiele am Theater. Und auch in Filmen. Ich freue mich. Mein Tanzpartner ist der Michael Kaufmann. Wie wir uns kennengelernt haben, ich hatte ein Interview mit dem ORF. Vom Publikum eigentlich nicht. Bestellung. Und dann auf einmal steht er neben mir. Dankeschön. Zwei Schnäpse und ein Tanzgerät. Ein was? Ein Tanzgerät. Was ist das? Sie? Ich. Oh! Ich habe gar nicht gewusst, wer das ist, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Und so sind wir dann mehr oder weniger zu unserem ersten Tanzgerät gekommen. Okay, na was ist jetzt zum Tanzen? Jetzt sofort? Ja, sicher. Und ich habe mich dann gleich am Anfang schon führen lassen von ihr. Das Richtige ist gewesen. Das ist perfekt. Okay. Viel Licht. Extrem viel Licht. Das geht. Servus. Das erste Training war so, dass ich mir eigentlich gedacht habe, ja, wir gehen das ganz langsam an. Das ist das zum Pause machen, oder? Ja, das ist zum Chillen. Okay. Aber das war leider nicht so. 1, 2, 3. Ja, die Margarete ist sehr interessante Schülerin. Nur das. Das kann ich nicht. Sehr. Ja. Ja. Das ist aber komisch. Ja, das ist komisch. Okay, ich sag dir gleich, warum das ist. Das ist wegen dem Schwung. Schau, wenn du das machst. Da kann man besser drehen. Ja, genau. Stimmt. Schau, also, sie will alles sofort machen, bevor ich sie eigentlich schon mal gesagt habe. Aber können wir nicht einfach tanzen? Ja. Technik ist wichtig. Scheiß auf die Technik. Du nicht scheiß auf die Technik, das darfst du nicht sagen. Das ist aber ganz was Böses. Böses. Ja, ganz böse. Böse. Sie hat gern das Kommando. Sie hat generell die ganze Trainingsgestaltung richtet sie eher nach dir. Ja, aber das stimmt doch überhaupt nicht. Es geht gerade nicht um das. So. Ich bin der Trainer. Oh, okay. Wenn du vorwärts gehst. Ja, ich muss versuchen, dass ich dagegen bin. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie sehr ich mich an dich schon angepasst habe, ja? Echt? Ja. Und das merke ich dann wirklich nicht. Ja. Bist du zufrieden mit mir? Es geht. Na, pass auf. Auf Wiedersehen. Ich freue mich drauf. Hier kommt Bar 04 mit einem Wiener Walzer. Hier sind Margarete Thiesel und Michael Kaufmann. Thank you.
Margarete Thiesel und Michael Kaufmann. Dankeschön. Das macht so einen Spaß, euch zuzuschauen. Du schaust bombemäßig aus. Ich hab schon wieder den Mund so weit aufgemacht, gell? Ich war mir manchmal nicht sicher, tut was weh. Oh. Ich freue mich immer so, aber ich weiß nicht, ich mach ihn zu. Hat es genauso viel Spaß gemacht, wie es ausgeschaut hat? Ja, ja. Ja? Und der Tanzprofi ist auch Neuling bei uns. Herzlich willkommen in der Familie. Herzlich willkommen. Bist du zufrieden, Michael? Ich bin glücklich, wenn sie sagt, dass sie zufrieden ist. Also, in Plastilin in seinen Händen. Ich habe eine leise Vermutung, dass das vielleicht nicht so ist, Bollasch. Warum hast du diese Vermutung? Man darf keine Vorurteile haben. Nein, das ist kein Vorurteil. Ich stehe auf starke Jahre Frauen. Hinter uns, super. Aber nein, das war eine sehr fröhliche Darbietung. Und dass du dabei Spaß gehabt hast, das ist richtig so. So soll es sein beim Tanzen. Und wenn du das mir auch noch sagen könntest, dass bei einem Fleckerl, wie oft die Dame vorne und wie oft hinten kreuzt, dann gebe ich einen Punkt mehr. Zwei vorne, eins hinten. Sie weiß es. Küsse Chocolom. Das heißt, küss die Hand auf Ungarisch. Ist auch wahr. Ist auch wahr. Beim Fleckerl tut man auch zweimal kreuzen und man sagt, küsse Chocolom. Meine Tochter wohnt in Gör. Noch ein Punkt. Fertig. Also ich habe vorher zur Caroline gesagt, sie ist ein Rohdiamant. Aber was steht da für ein Rohdiamant? Ein Kieselstein. Sein Wahnsinn. Ein Kieselstein. Ah, sensationell. Also ich bin ganz hin und weg. Ich bin verzaubert. Okay. Wirklich. Es war märchenhaft. Ihr zwei seid eine Wahnsinnskombination. Du darfst, glaube ich, im Training ruhig nur ein bisschen strenger sein. Ja, also ich glaube, die Margarete hat noch viel zu viel Spaß damit, denn sich das. Also allein, was da im Gesicht abgegangen ist, die letzten 1,5 Minuten war großes Kino. Ja, natürlich auch für so eine sensationelle Schauspielerin ist das kein Problem. Tänzerisch war es mir manchmal hier oben im Oberkörper noch ein bisschen zu viel auf Kuschelkurs. Ja. Das heißt, manchmal ist der Popo noch ein bisschen weggegangen. Das müssen wir umdrehen. Das heißt, die Hüfte gehört bei allen Standardtänzen zum Partner. Man hat ständig Körperkontakt. Ist ja, glaube ich, jetzt auch nicht so was Unangenehmes. Und mein Mann ist ja heute. Ja, da. Ja. Solche Feinheiten sonst, muss man beim Tanzen gleich ablegen. Okay, also der Mann wird nur ganz andere Sachen sehen. Oh. Dann nimmt die Drehung schon mal ab. Danke, Maria. Ich bin begeistert. Carina. Also, Sie tanzen mit einer echten Freude, die von Herzen und von der ganzen Seele kommt. Und das war meine erste Gänsehaut heute Abend, wie ich Sie gesehen habe. Das ist einfach eine Erscheinung, das Ganze, was Sie machen. Und das lenkt aber natürlich ein bisschen ab von noch Mangeln, die Sie beim Tanzen haben. Und Sie haben einen Fehler gemacht, aber Sie haben das einfach drüber gelacht. Ja? Und man soll nicht so streng zu sich sein. Aber man darf nicht vergessen, dass es doch ein Tanzbewerb ist. Und natürlich zusammen mit unserem tollen Orchester und Ihr Paar und Ihre Freude, das war einfach ein Erlebnis. Trotz eben ein paar Fehlern, die wir noch wegkriegen. Bald. Dankeschön. Und ja, danke euch. Super. Ja, da gibt es jetzt gleich extra Punkte vom Boller. Schauen wir uns ganz genau an. Vielleicht auch extra Anrufe oder SMS von Ihnen zu Hause. Gerne. Her damit. 09010 59 0904 für Margarete und Michael. Du bist mir nicht mehr wurscht. Ich sag dir das. Hast du das mitgekriegt? Oder habt ihr das mitgekriegt? Standing Ovations? Ja. Ja, schön, oder? Das tut gut.
Aber sag mal, du musst ja als Schauspielerin auch das ein oder andere Mal tanzen, oder? Ich glaube, jetzt in der aktuellen Geschichte, die du spielst, ein Tango, muss gell? Ich aber ganz kurz einen Tango tanzen. Das ist natürlich, kann man nicht vergleichen. Ich habe ja gedacht, ich kann irgendwie ein bisschen mich schauspielerisch drüber schummeln, aber das kann man leider das auch nicht. Das schafft man hier nicht. Nein, du, aber pass mal auf. Das ist keine Chance. Nicht nur der Michi trainiert dich, nein, du gibst dem Michi auch Training, Sprachtraining, gell? Ja, na, ich habe ja so verschiedene Strategien entwickelt, dass das Training nicht so hart ist für mich, weil ich bin ja nicht sozusagen der sportliche junge Typ von Frau, ne? Jetzt habe ich mir immer so Dinge ausgedacht, also ich muss immer fünfmal aufs Klo oder ich muss dann irgendwie, habe ich immer einen Hunger und dann haben wir gedacht, ich muss ihn ein bisschen unterrichten in Sprechtraining und dann machen wir ab und zu immer so ein Sprechtraining, so, mach einmal. Ja, wie geht das? Ja, sehr gut. Ich muss ein bisschen üben noch, gell? Ja, ich probier's mal. Wir warten auf die Punkte von der Jury, bitteschön. Karina Sakisova. Einfach strahlend. 5. Balasch. Strahlend und schlagfertig. Wenn es nur halb so gut wird mit Tanzen, seien wir schon im Himmel. Jetzt nur 4. Aber ist da der Extrapunkt schon dabei? Ist da der Extrapunkt schon drauf? Ich finde, da gehört einer drauf. Ich finde, da gehört einer drauf. Also, Entschuldigung. 5, 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